Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr einen Datepicker mit JavaScript, also jQuery, HTML und CSS machen könnt. Sieht denn so aus? Wer mehr darüber erfahren möchte, bleibt jetzt dabei. Als erstes müssen wir natürlich jQuery suchen. Das ist eine Bibliothek für JavaScript, die in den letzten, sagen wir, 15 Jahren sehr populär geworden ist. Denn man kann damit viele spannende Sachen machen. Anstatt dass ihr da wirklich das Ganze von Hand mit JavaScript programmieren könnt, könnt ihr einfach eine Bibliothek hinzuladen. Jetzt müsst ihr wissen, ja, das ist eine externe Bibliothek, die ihr eigentlich in eure Webseite einbinden müsst. Jetzt denkt daran, vor allem für meine Zuschauer aus dem EU-Raum, aus dem DSGVO-Raum, da ist es ja böse, wenn man von anderen Servern Skripte zulädt, denn da werden ja die IP-Adressen übermittelt. Also wer das Ganze DSGVO-konform machen muss, muss diese Bibliotheken auf seine Webseite einbinden und herunterladen. Wir machen es jetzt aber einfach, indem ich diese Befehle, diese Bibliotheken mit einem CDN-Netzwerk einbinde. Also als erstes bin ich hier ein CDN-Netzwerk, also ein CDN-Link suchen gegangen. Ihr kennt das vermutlich, CDN.js.com. Da kann man das Ganze einbinden und hier seht ihr jetzt, ich kann hier die verschiedenen Versionen auswählen und wie man hier sehen kann, es gibt wirklich viele, viele. Wir nehmen jetzt die letzte und dann haben wir hier die verkleinerte, die optimierte und wir haben hier die große. Wir nehmen jetzt einfach mal die große, weil es ja uns um Platz, also bei uns ist Platz nicht so wichtig. Und da kann ich einfach hier diesen Script-Tag nehmen. Ich klicke einfach hier drauf und dann wird das Ganze kopiert. So, und wie ihr wisst, ich habe jetzt hier das Ganze mal geöffnet, mein Code-Editor, ganz normales HTML ohne nichts. Ich habe hier den Body-Bereich, hier den Style-Bereich, hier den Head-Bereich und wie immer baut man sowas eigentlich im Head-Bereich ein und das ist eigentlich der Link hier. Das da könnt ihr jetzt mal vergessen, das ist einfach Sicherheitssysteme, damit man da nicht irgendwas bösartigen Fremdcode einbauen kann. Und ja, das wäre eigentlich dieser Befehl. Und wenn ihr den bei euch einbinden möchtet, ja, dann leitet ihr einfach dieses jQuery runter, macht einen Ordner, jQuery Ordner. Und dann könnt ihr zum Beispiel einfach sowas machen. Ich mache es jetzt mal kurz. So, und dann hättet ihr das eigentlich in eurem Ordner drin. Ja, und jetzt haben wir eigentlich die Grundstruktur eingebaut von jQuery und jetzt müssen wir die Erweiterungen einbauen, die Effekte, die Interface-Aktion und so weiter und so fort. Und das wird eigentlich in jQuery UI definiert. Und jetzt nehme ich einfach mal hier den JS und den entsprechenden CSS-Befehl und baue die auch wieder ein. Auch einfach wieder hier auf den Script-Tag klicken und dann kann ich das Ganze eigentlich direkt in meinen Editor einbauen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Ja, nachdem ich also den jQuery UI JavaScript Teil sowie den jQuery UI CSS Teil im Head eingebaut habe, habe ich unten im HTML-Bereich ein einfaches Inputfeld mit dem Typ Text erstellt. Ja, und direkt vor dem schließenden Body Tag habe ich Scripts eingebaut, wie man hier sehen kann. Und dazu habe ich zuerst einmal das Document Ready Funktionsteil genommen und unten habe ich dann die ID DatePicker genommen, die wir oben definiert haben und dann Punkt DatePicker. Und damit wäre eigentlich der DatePicker bereits aktiv und verwendbar. Und nun werden wir das ganze testen und nachher noch ein bisschen designen. Ich habe jetzt einfach mal kurz den Browser geöffnet und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier den Datepicker. Ich kann hier durchgehen, links, rechts, dann seht ihr das Ganze. Ihr seht auch, hier ist alles auf Englisch noch drin. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Jahr vorspringen möchte, dann muss ich hier 12-mal draufklicken und das ist furchtbar mühsam. Ich kann auch nicht die Monate auswählen, also da ist wirklich das Ganze schlimm und wenn ich zurückgehe, kann ich da wirklich mich dumm und dämlich klicken und dann geht es zurück. Also auch sehr, sehr unpraktisch und jetzt designen wir das Ganze mal ein bisschen.
Also als erstes möchte ich, dass man das den Monat auswählen kann. Also, dass wir hier ein Dropdown-Menü haben. Das haben wir auch schon gesehen. Und wie immer, wenn wir Elemente speziell definieren, dann läuft das mit JavaScript eigentlich immer mit diesen geschwungenen Klammern. Das sieht dann ganz, ganz kompliziert aus. Hier jetzt geschwungene Klammer, normale Klammer, Strichpunkt und hier das gleiche nochmal. Also da muss man wirklich schön sauber arbeiten und auch immer wieder mit Einrücken arbeiten, damit ihr die Übersicht nicht verliert. Also so geht es mir. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch da draußen viel intelligenter als ich. Könnte ja sein. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze zu definieren. Jetzt gibt es Befehle, es gibt viele Befehle für den Date Picker. Ich habe mir hier ein paar ausgesucht und zwar möchten wir jetzt den Monat auswählen hier. Und das können wir machen mit dem Befehl Change Month und dann True. Das wäre ja eigentlich die ganze Sache, wenn wir das Ganze schließen und wieder draufklicken. Und wenn wir hier dann draufklicken, dann sehen wir jetzt hier, der Monat ist auswählbar. Und so kann ich das Ganze dann schön machen. Jetzt möchte ich das gleiche noch mit dem Jahr machen. Kann ich natürlich auch machen. Immer, wenn ihr mehrere Befehle nacheinander habt, müsst ihr das Ganze mit einem Komma trennen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Change Year. Und auch hier wieder True. Beim letzten müsst ihr natürlich kein Komma machen. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder neu lade, hier, dann sehe ich hier, ja, Monat ist auswählbar und Jahr ist auswählbar. Und ihr seht jetzt, ich habe jetzt viele, viele Jahre, die ich auswählen kann. Und so sieht das dann im Browser aus. Ich gehe hin, ich kann hier den Monat auswählen, ich kann hier das Jahr auswählen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt hier draufklicke, dann seht ihr, hier ist es 01522. Hä? 01522, das wäre ja für uns hier in Europa der 5. Oktober 22. Ihr wisst ja, die Amerikaner, die sind da im Kopf ein bisschen verdreht, die machen alles ein bisschen anders. Also müssten wir das natürlich ein bisschen anpassen, denn die Leute hier in Europa, die werden da ziemlich unsicher, wenn sie auf einmal sich nicht gewohnt sind, das Ganze auf Englisch oder auf Amerikanisch einzutippen, dann machen sie was Falsches und der Monat wird immer mit einem Querstrich definiert. Und wir machen das ja immer mit Punkte. Also da können wir das Ganze auch noch schön definieren, damit ihr da die Werte auch später, zum Beispiel mit PHP oder was auch für eine Sprache ihr verwendet, noch schön weiter verarbeiten könnt. Also können wir hier die Formate von diesem Datum auch anpassen. Ja, und das mache ich auch wieder, indem ich einen Befehl nehme. Es gibt auch dafür wieder einen schönen Befehl und zwar heißt der Dat Format. Und jetzt kann ich definieren, wie das Ganze aussieht. Ihr seht jetzt, ihr habt es im Kopf. Zuerst war 05 10 05 22. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich jetzt hier nicht, aber ihr erinnert euch, ich blende es gleich ein hier. Es heißt 05 19 22 zum Beispiel, also umgekehrt. Also haben wir zuerst den Monat, den Tag und das Jahr. Und das kann ich hier definieren, ganz einfach, indem ich DD nehme für Day, Tag. Dann kann ich hier MN nehmen und dann ja. Jetzt haben wir ja gesehen, es wird mit Schrägstrich definieren, also kann ich hier diese Schrägstriche ersetzen mit einem Punkt und dann das Ganze abspeichern und dann schauen wir uns das Gleiche nochmal im Browser an. Wenn ich jetzt hier draufklicke, seht ihr 03 05 22 und so könnt ihr dann die Tage, Monate schön abgreifen, also 10. 8. 23 ist wirklich der 10. August 23. Nun ist es so, wenn ihr zum Beispiel etwas vermieten möchtet oder etwas anbieten möchtet, dann möchtet ihr ja nicht, dass man das in der Vergangenheit schon buchen kann, denn da lohnt es sich ja nicht mehr. Also ihr seht ja, wir haben jetzt den 8. Mai, das stimmt. Heute ist der 8. Mai. Das wird hier mir mit dem Design direkt angezeigt und jetzt möchte ich, dass man hier aber nicht irgendwie den 4. Mai auswählen kann, also können wir den auch wieder verschwinden lassen.
Und jetzt kann ich ganz einfach das definieren, indem ich sage, ja, MinDate. Da muss ich hier diese Klammern aufmachen, weil jetzt haben wir eine lustige Formel, minus 0 d. Und wenn wir das Ganze jetzt anschauen hier, dann seht ihr, es ist jetzt hellgrau. Man kann also hier nicht mehr draufklicken, hier passiert nichts. Hier kann ich draufklicken, also diese Werte nach heute kann ich auswählen. Was gestern ist, kann ich nicht mehr auswählen. Ich kann natürlich das noch einstellen, dass ich also 3 Tage zurück das Ganze auswählen kann. Also hier haben wir hier und dann 1, 2, 3. Also 0. Ich kann nur ab heute was buchen, was auswählen, nicht nach gestern. Ist eigentlich eine sehr praktische Sache. Jetzt habt ihr aber gesehen, die Liste ist sehr, sehr lang. Ich kann auch, also wie weit in die Zukunft kann ich etwas buchen, auch das kann ich einstellen. Und zwar kann ich das auch wieder mit, ja, ihr habt es sicherlich schon erkannt, mit Max Date einstellen. Und hier kann ich jetzt sagen, ja, plus 2 Wochen. 2 weeks. Yay! 2 years. Mit J. So einfach. Wenn wir das Ganze anschauen, hier. Ich gehe hin. Also ihr seht, ich kann wirklich nur bis maximal 2 Wochen in der Zukunft was auswählen und da nichts mehr, weil es ja leicht gräulich ist und nicht ganz fest. Also eine sehr, sehr praktische Sache. Dann haben wir noch was, was mich immer wieder nervt ist. In Amerika, habe ich ja vorhin schon gesagt, die ticken ein bisschen anders. Da beginnt die Woche immer mit dem Sonntag und nicht mit dem Montag wie bei uns. Also da können wir das Ganze auch einstellen. Ihr seht jetzt hier, da ist der Tag, Montag ist der erste. Hier fängt die Woche an und hier ist der Schluss. Auch das können wir anpassen nach unserem System. Und ja, da gibt es auch wieder einen schönen Tag. First Day. Und 1. Warum 1? Jetzt ist es so, beim Programmieren ist es meistens so, dass der erste Wert immer 0 ist und 1. Also wenn ich jetzt Montag auswähle, ja, das ist der Tag 1, weil Sonntag ist 0, die ID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müsst ihr euch einfach merken und wenn ich das dann anschaue, dann sehe ich jetzt, ja, Sonntag ist der letzte, weil Montag ist Wert 1 und wir haben jetzt den Tag 1, Montag definiert. Das sieht jetzt schon eher nach unserem System aus. Als letztes haben wir natürlich noch was. Wir haben jetzt hier Monday, Tuesday. Also ihr seht, alles ist in Englisch und jetzt müssen wir das Ganze vielleicht noch umdeutschen. Auch das können wir machen. Das machen wir jetzt noch als letztes. Auch wieder ein Komma setzen und jetzt nenne ich es einfach Day Names Min. Und wie immer, wenn etwas eine Liste ist, dann haben wir hier diese eckigen Klammern im Einsatz. Und jetzt kann ich das Ganze wieder anfangen. Denkt daran, bei der Programmierung bedeutet immer noch der erste Tag der Sonntag, also ist das Sonntag. Dann können wir das Ganze jetzt, ich kopiere das einfach mal hier, mach einfach Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also Sonntag, Montag. Die Mi Do Modi Mi Do Fr. Und wenn wir das Ganze jetzt anschauen hier, Modi Mi Do Fr. Sa. So. Also so sieht das dann ganz im Browser aus. Wir haben hier den Monat, der ist jetzt immer noch Englisch. Auch das können wir noch umändern, wenn wir wollen. Machen wir gleich auch noch als Abschluss. Hier das Jahr. Wir haben ja gesagt, man kann meist nur 2 Wochen in die Zukunft buchen. Also könnten wir hier Change Year deaktivieren eigentlich, damit man das gar nicht auswählen kann. Ja, und sonst können wir diese Begrenzung hier auch entfernen. Und als nächstes mache ich noch kurz die Monate ebenfalls auf Deutsch. Ja, dann sind wir hier wieder drin. Dann ändern wir noch kurz die Monatsnamen. Ich mache es jetzt ganz einfach. Auch wieder eine neue Zeile. Dann gebe ich den Befehl Month Names Short ein. Und jetzt ist eigentlich das Ganze wie oben, auch wieder mit den eckigen Klammern in Gänsefüßchen, der erste Jan oder der erste Monat ist der Januar, da mache ich einfach mal Jan hin und jetzt kann ich das Ganze so machen. Jan, Komma, Jan, Feb,
März, April, Mai, Juni. Ich mache jetzt das mal so. Jan, Feb, März, April, Mai, Juni. Das müsste man jetzt natürlich immer weitermachen, natürlich mit einem Komma und nicht mit einem Punkt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, abspeichern und wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr jetzt hier, ja, es steht jetzt Mai. Ich habe hier die Begrenzung drin von 2 Wochen, also muss ich hier nicht weitermachen, aber sonst müsst ihr natürlich alles weitermachen, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Aber ihr habt gesehen, mit Month Name Short kann man die Namen der Monate anpassen. Das sind eigentlich die wichtigsten Befehle von jQuery, die ihr eigentlich regelmäßig braucht. Nun wisst ihr also, wie ihr einen Date Picker einbauen könnt in euren Formularen. Einfach jQuery UI und jQuery UI.css einnehmen. In CSS könnt ihr natürlich den ganzen Style von diesem Date Picker auch noch anpassen. Das habe ich jetzt weggelassen. Und nachher habt ihr hier eigentlich die jQuery Befehle. Change month, change year, date, format, min date, max date, first day, day names, min und month name short. Das sind eigentlich die wichtigsten, die ihr euch merken könnt und damit kann man wirklich schon vieles machen. Ja, und wenn ihr noch weitere Sonderwünsche beim Date Picker habt, dann werde ich unten noch einen Link verlinken, vermutlich im Blogpost, wo ihr dann die ganze Liste von allen möglichen Befehlen finden werdet, inklusive den Erklärungen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn du eine Frage hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Gib meinem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao.